wenn wir über die Zukunft der Medizin im digitalen Bereich oder mit digitaler Unterstützung sprechen, dann müssen wir uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten, von wo wir eigentlich kommen. Und ich glaube, viele von uns hier im Raum haben das Glück, nicht so häufig damit zu tun zu haben. Hoffe ich zumindest für die meisten hier im Raum, dass sie dieses Glück haben. Ich für meinen Teil habe es auf jeden Fall, freue mich darüber sehr. Nichtsdestotrotz, wo stehen wir eigentlich heute und wo geht die Reise hin? Ja, das kommt natürlich darauf an, welchen Bereich wir betrachten. Einerseits müssen wir sagen, hat die Informatik zusammen mit den Physikern, eigentlich waren es die Physiker erst mit der Idee, hat ja mit die Medizin revolutioniert. Es gibt ein Gerät, da steckt sogar der Computer im Namen drin. Weiß es vielleicht jemand? Laut? Der Computertomograph. Genau. Also wir können sagen, in der Medizintechnik und alles, was wir technisch sehen, ist heute ohne Informatik nicht mehr wegzudenken. Wir können heute mit Computertomographen zielsystemgerecht operieren und so weiter und so fort. In jedem Medizingerät steckt ein Computer. Aber jetzt komme ich auf einen anderen Bereich. Und das ist eine kleine Geschichte, die stammt nicht von mir, von einem Chefarzt, der mal bei einem Empfang so stand und sagte, ich kann die schwierigste Information kostenlos in Sekunden herbeizaubern. Gucken Sie natürlich, ne? Bisschen auf dem Handy rumgetippt. Ja, die Wassertemperatur auf den Malediven ist im Moment 24 Grad und auf dem Feldberg im Schwarzwald liegen 40 Zentimeter Schnee. Also das können wir jetzt fortsetzen. Wenn aber abends, was ich selbst erlebt habe, ein alter Mensch in die Notaufnahme kommt, dann weiß ich nichts. Alle Informationen über diesen Menschen sind verteilt irgendwo da. Welche Allergien, wann ist er vielleicht operiert worden, was muss ich beachten, warum liegt er vielleicht da nichts? Ich habe selbst persönlich erlebt, wie eine junge Ärztin bei einem alten Menschen, der gestürzt war, alleine eingeliefert wurde, krampfhaft versuchte herauszubekommen. Und dann liegt er da und sagt, ja, ich bin mal dann in Lünen operiert worden vor kurzem und so. Sie wissen, er hat jetzt eine Hüfte, hat einen Herzschrittmacher, hat sonst was. Ich glaube, dass das heute eine Zumutung ist, jetzt an diesem Beispiel, wir könnten andere nennen, dass wir eigentlich so vieles können und im Gesundheitswesen, ja, eigentlich im Bereich der digitalen Kooperation, Kommunikation, Dokumentation übergreifend. Die Institutionen selber haben ihre Systeme übergreifend, so gut wie nichts funktioniert. Es funktioniert so gut wie nichts. Wenn Sie zum Arzt gehen hier im Raum, wer von Ihnen hat das Gefühl, dass Sie sich dort, was den digitalen Aspekt angeht, in guten Händen befindet? Das ist, eine Hand sehe ich, das ist eine überschaubare Größenordnung. In meiner zugegebenermaßen eben schon erwähnten überschaubaren Erfahrung mit Ärzten aus meinem eigenen Leben heraus, ich habe nie so richtig darauf geachtet, wo überall digitale Vorgänge stattfinden. Trotzdem, es gibt wahnsinnig viele davon, ob das eben dieses digitale Röntgengerät ist, was heutzutage häufig eingesetzt wird, was eine geringere Strahlenbelastung angeblich mit sich bringen soll. Geprüft habe ich es natürlich nicht. Vielleicht die Kollegen von der Stiftung Warentest, die im Raum noch irgendwo sind. Vielleicht haben die das einmal geprüft. Aber natürlich, Patientenakten zum Beispiel werden heute häufig, aber nicht immer digital geführt. Wie standardisiert ist denn so etwas heute? Gar nicht. Gar nicht. Also das ist ja das Problem, dass wir im Grunde, ich muss jetzt mit einem Wort, wie kann man das übersetzen, Interoperabilität, also die Fähigkeit zwischen Systemen zusammenzuarbeiten, nicht nur syntaktisch, also Daten auszutauschen, sondern dass der Gegenüber sie auch aufnehmen und richtig einsortieren und was damit machen kann. Dazu brauche ich eben Standardisierung. Es gibt zwar weltweit Ansätze, aber wir sind im Moment im Gesundheitswesen in einem Wettbewerb großer Firmen, die mit Blick auf die jahrtausendalte Industriegeschichte noch nicht gelernt hat, dass man auch Wettbewerb haben kann, wenn man interoperable Systeme hat. Also es ist dann doch so, dass sie im Grunde außer dem PDF austauschen nichts könnten. Jetzt kommt aber was Schwieriges hinzu. Im Gesundheitswesen und nach den Diskussionen vorher, glaube ich,
Und das sage ich auch immer meinen Studierenden. Ich sage, wenn Sie Maschinenbau, Informatik machen, egal was Sie machen, wir verwalten hier Schicksale und nicht Schrauben. Und damit haben wir eine ganz hohe Verantwortung eben an die Privacy, an die Vertraulichkeit und so weiter. Das heißt, neben dieser Fähigkeit, interoperabel zu sein, was ja auf einer gewissen Ebene des Verkehrs notwendig ist, braucht man natürlich auch eine sichere Infrastruktur. Und obwohl auch unter Beteiligung des BSI und des Bundesdatenschutzbeauftragten, ich glaube, Herr Schaar war da sehr auch informiert, wurde für das deutsche Gesundheitswesen eine Sicherheitsinfrastruktur designt, die, glaube ich, weltweit federführend ist. Sagen wir, es ist ein bisschen wie beim Transrapid. Wir haben die nationale Intelligenz, wir haben die Ideen, wir schauen vorne weg, aber am Ende haben wir Angst zu springen. Und so ist jetzt diese Infrastruktur seit 10 Jahren, ich sage mal, in der Entwicklung. Und wenn ich halt etwas tun möchte, und da poche ich auch als Patient drauf, dass natürlich auch im digitalen Miteinander die Institution das heute höchste Maß von Datenschutz und Sicherheit dort auch technisch umsetzen. Nun, wir haben gerade auch schon kurz darüber gesprochen, der Stand beispielsweise eben bei Patientenakten ist einer, dass es nicht standardisiert ist in dem Sinne, zumindest nicht digital standardisiert. Es gibt Akten in Papierform, es gibt Akten als Word-Dokumente, das habe ich tatsächlich schon mal bei einem Arzt gesehen, dass er einfach Word-Dokumente unverschlüsselt abspeicherte als Patientenakten. Ich vermute, dass das nicht ganz den Regularien entspricht, aber das hat ihn offensichtlich nicht so wahnsinnig interessiert. Wenn wir uns überlegen, es gibt die Idee der elektronischen Gesundheitskarte, der Gematik und so weiter. Es gibt diese Ideen schon eine ganze Weile und sie haben sich ja nicht wirklich bislang durchsetzen können, auch aufgrund von viel Skepsis gegenüber diesen Systemen. Woran liegt das? Wer bremst dort? Naja, ich denke, da vermischen sich sehr viele Aspekte. Erstens ist es natürlich schon die Angst um dieses Vertrauensverhältnis, dem man auch irgendwo Rechnung zollen muss und das man sicherstellen muss. Dann sind es natürlich zum Teil wirtschaftliche Fragen. Wenn Sie sehen, in vielen Branchen hat man heute ein elektronisches Miteinander. Und elektronisches Miteinander bedeutet, dass ich vielleicht in den gegebenen Prozessketten Wertschöpfung habe, neue oder Potenziale, die mich eigentlich besser und schneller machen. Wenn Sie sich also mal vorstellen, wie viel Papierbriefe in einem Universitätsklinikum täglich produziert, durch das Haus wandernd, unterschrieben, einkuvertiert und weggeschickt werden, dann fragt man sich, warum eigentlich solche Konzerne, und das kann ich jetzt runterbrechen zu großen Radiologien, warum wir im Grunde, ich glaube, es sind über 1 Milliarde Dokumente pro Jahr per Papier hin und her schicken, warum man das nicht hebt. Das ist eine komische Frage. Nun tickt diese Branche anders, ich sage Geschäftsmodelle. Statt sich dem zu nähern, gab es den Plan und es gibt weiter die Forderung, dass Ärzte für Briefe, die sie statt Papier elektronisch wegschicken, pro Brief 1 Euro bekommen als Zusatzvergütung. Daran sehen Sie, dass natürlich die Motivation im Moment, solche Dinge zu tun, die eventuell noch ganz andere qualitative Aspekte haben, ich bin jetzt ja nur mal beim Quantitativen geblieben, dass da keine intrinsische Sache ist im Moment, um sowas zu befördern. Wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von dieser organisatorischen Ebene auf das, was tatsächlich Medizintechnik am Menschen vielleicht auch ist, was ist denn so aktuell State of the Art sozusagen, was ist denn das Heißeste, was es an digitalen neuen Entwicklungen gibt, was Sie uns hier als neu vorstellen könnten? Was ist denn wirklich bahnbrechend? Naja, bahnbrechend. Ich meine, bahnbrechend wäre alles oder ist alles, was die Patientensicherheit erhöht. Und da rede ich jetzt nicht über Dinge, die in 20 Jahren kommen. Also bleiben wir erstmal beim Heute. Wir wissen, dass zum Beispiel heute, und das sind keine gewollten Fehler, aber dass im Bereich der Medikation die Arzneimitteltherapiesicherheit ganz wesentlich verbessert werden kann.
Ich habe das im persönlichen Umfeld erlebt. Und das sind multimorbide alte Menschen, die von vielen Institutionen versorgt werden. Gesundheitsversorgung ist ja heute nicht mehr ein Arzt. Ich meine, wir reden jetzt nicht über Patienten, die mit einem Schnupfen oder einem Beinbruch irgendwo hingehen. Wir reden über die, für die wir Fürsorge treffen müssen. Das heißt, eine bessere Kooperation und Behandlungssteuerung auch für multimorbide alte Menschen. Und wir wissen, dass im Grunde ab vier bis sechs parallelen Medikationen in der Regel Probleme auftreten, die jetzt nicht daran liegen, die einzelnen Systeme beim Arzt können das zum Teil prüfen, man nennt es Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung, Algorithmen. Sie müssen sich vorstellen, kein Mensch kann im Kopf all diese Medikamente mit ihren Wechselwirkungen sehen, die Kontraindikationen, die noch dazukommen, je nachdem mit Erkrankung. So, jetzt sind aber oft diese Dinger verteilt in X-System und der Patient ist sich dessen nicht gewahr. Da wäre für mich schon, und da gibt es jetzt erste Projekte und Ansätze, es gibt ja auch einen nationalen Plan dazu, dass wir in irgendeiner Form es hinbekommen, dass der Bürger, Patient, der das möchte, eine Arzneimitteldokumentation in die Hand bekommt, die zu jeder neuen Verordnungszeitpunkt konsistent ist und geprüft werden kann gegen das Neue. Damit haben wir schon ganz viel Patientensicherheit. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ich könnte viele Beispiele anführen. Wenn Sie jetzt noch fragen, was wird es mal geben? Natürlich, wir hatten es heute schon angesprochen, Technologie wird kleiner, schneller, kabelloser. Vielleicht hat der ein oder andere gelesen, dass Google an einem Augenlinse arbeitet, die quasi den Blutzuckerspiegel misst und überträgt. Gut, ob das jetzt so nützlich ist gegenüber dem Dreimal-Messen, aber es gibt natürlich tatsächlich viele Ansätze. Wir wissen ja auch, es wird irgendwann Wearable Computing geben. Es gibt viel chronisch kranke Menschen, die im Grunde vielleicht auch eine Lebensqualitätsverbesserung haben, wenn wir telemonitorisch gewisse Dinge überwachen können. Wir, also sein Arzt oder ein Zentrum mit ihm. Wir hatten den Fall im Bereich von Herzerkrankung, Herzoperation, dass jemand plötzlich wieder beruhigt spazieren gehen kann, also hoffentlich in einem Gebiet, wo ein Netz ist, weil im Grunde, wenn was passiert, dieses Gerät Auffälligkeiten meldet, beziehungsweise wenn er sich plötzlich schlecht fühlt, mit einem Knopfdruck das EKG übermitteln kann. Man kann sofort dort ihm helfen und er braucht nicht mehr zu Hause sitzen, gab es schon vor langer Zeit ein Projekt, Herzhandy hieß das, Bad Oeynhausen Herzzentrum macht Projekte zumindest zur telemedizinischen Nachbetreuung. Also Sie sehen, dass auch da Vernetzung, ich rede immer von Artefakten, also Vernetzung heißt nicht nur Arztpraxissystem mit Krankenhausinformationssystem oder Arztpraxissystem untereinander oder mit Pflegeinformationssystem. Vernetzung sind für mich auch Artefakte, die kleiner sind, ja, also solche Telemonitoring-Geschichten oder auch sehr nützliche Apps, die wir die meisten nicht, aber die in Zukunft kommen werden und die Patienten-Selbstmanagement, Patientenautonomie auch etwas mehr unterstützen werden. Bevor wir ins Publikum gehen, damit kommen wir doch auch gleich schon zu einem der Probleme, denn wer hat denn sozusagen, Sie haben eben dieses Augenlid angesprochen, die Frage des, der Innovationen durch eben Firmen wie Google, die Ihnen vielleicht dann auch gleich noch die passenden Werbeanzeigen mit aufs Auge projizieren können. Was Sie als, aufs Auge gedrückt. Ja, so etwa, oder ins Auge an der Stelle vielleicht sogar. Also wenn man sich das anschaut, ich meine, die großen Innovatoren in dem Segment sind eigentlich ja klassisch wirklich so medizintechnologische Firmen gewesen, aber dann haben sich auch angefangen, große Softwareunternehmen zum Beispiel dafür zu begeistern, dort etwas ausprobieren zu wollen. Google Health war so eine Idee, dass man sich in dem Bereich engagiert. Das ist offensichtlich nicht so erfolgreich gewesen. Zumindest hat man das Produkt wieder eingestampft. Trotzdem lässt man vom Markt ja nicht ganz locker und hat vielleicht andere Bereiche identifiziert. Ist da bereits das erste große Problem im Bereich Datenschutz durch die Vernetzung, eventuell mit anderen Quellen, jetzt nicht nur durch Google, sondern vielleicht auch einfach durch andere Akteure? Nein, wie schon gesagt, wir müssen das Höchstmögliche tun. Und ich glaube, sowohl technisch als auch organisatorisch
Ein Punkt, der mir sofort nach der NSA-Affäre durch den Kopf schoss an dem Abend, der wird jetzt auch diskutiert, warum müssen eigentlich meine Mails an meinen Kollegen im gleichen Haus durch Amerika laufen? Wir können in einer Gesundheitsinfrastruktur, die ist auch so geplant, die Router so einrichten und die Infrastruktur, dass schon mal das, was kommuniziert wird, natürlich verschlüsselt und alles trotzdem im deutschen Rechtsbereich bleibt. Das braucht dann nicht irgendwo außerhalb wandern, solche Dinge. Also insofern glaube ich nicht, dass diese Vernetzung der Dinge schädlich ist. Wir müssen uns immer zwei Dinge, vielleicht wichtig ist mir zum Abschluss der bilateralen Diskussion zu sagen, und das erlebe ich auch in Projekten, wir müssen zwei Dinge in die Balance bringen. Das ging mir auch vor dem Kopf bei der Diskussion. Ich meine, wenn man diskutiert, muss man immer sagen, der Verbraucher muss auch die Chance haben, wobei ich Patienten nicht für normale Verbraucher halte, Chancen und Risiken abzuwägen. Und das Schlimme an der heutigen Situation ist ja nur, dass Dinge im Geheimen passieren, wo wir die Risiken nicht mehr kennen. Dort, wo wir Risiken kennen, können wir immer entscheiden, ob wir was offenbaren oder nicht. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist es immer so, dass wir ein bisschen balancieren müssen, die Frage der Privacy, des Datenschutzes, der Sicherheit und der Patientensicherheit. Das heißt, wenn Sie chronisch kranker sind oder Bluter oder Dinge, die eigentlich, wenn was passiert, jeder wissen müsste, da müssen Sie halt überlegen, stimme ich zu was zu, was nach heutigem Wissen und Gewissen sicher ist? Ich habe es lokal und bin vielleicht 95% sicher, aber 100% Patientensicherheit, wenn mir im Urlaub was passiert oder sonst wo. In vielen Projekten erlebe ich es umgekehrt. Da macht man dann die Lösung so kompliziert, dass der Arzt, oder es gibt jetzt ein Projekt, der Patient jedes Mal in der Apotheke, obwohl er jedes Mal in die gleiche geht, jedes Mal seinen Schlüssel eingeben muss. Ich meine, wer sieht das noch ein? Ich kann doch die Apotheke einmal autorisieren, sauber. Also da gibt es dann Projekte, die schieben diese Sicherheitsgeschichten mit den dahinter hängenden Mechanismen auf 120%. Dadurch ist das ganze Ding nicht mehr benutzbar, führt sich selbst ad absurdum. Man hat plötzlich keinen Erfolg damit und wundert sich. Und die Patientensicherheit geht dafür runter auf 40 oder 0. Und ich glaube, in diesem Kontext muss in Zukunft, egal was Sie nutzen, ob die Brille da oder ein Telemonitoring, Sie werden es mit Ihrem Arzt besprechen, in diesem Sinne wird man natürlich auch als Patient, hoffentlich dann auch mit seinen Behandlern, entscheiden, was können wir tun gemeinsam und was kompromittiert mich nicht, beziehungsweise wo sind die Chancen und die Risiken. Die erste Frage aus dem Publikum, bitte. Stellen Sie sich kurz vor. Ja, mein Name ist Stefan Bock von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Ich habe eine Frage. Sie haben das schon nett beschrieben, die Vorteile für Medikation, für Diagnostik, für Behandlung und so ähnlich. Aber welche Risiken sehen Sie denn? Also ein Arzt, gerade niedergelassene Ärzte, sind ja auch Geschäftsleute. Und ich kann ja auch die Daten dazu nutzen, um herauszufinden, welcher dieser meiner Patienten besonders oder der zu mir kommt, besonders affin für IGEL-Leistungen ist oder ähnliches. Also wie schützen Sie denn die Auswahl und die Behandlung des Patienten da angehend? Naja, also erstens können die das heute sowieso schon auswerten. Bei dem Beispiel ist ja so, er hat jetzt nur alle Medikamente und nicht nur einen Teilausschnitt. Aber das ist ein typisches Beispiel. Wenn ich sage, okay, lieber gefährde ich mich bei der Medikation, ja, es bleibt ja immer noch bei ihm, Ihr Beispiel. Ja. Man kann auch andere Beispiele bringen, die im Grunde sagen könnten, lasst uns eine nationale Datenbank anlegen, wo alle Medikationen drin sind. So, die könnten wir aber pseudonymisiert machen. Und dann geht es nur darum, neuen Wissensgewinn. Ja. Was passiert da eigentlich da draußen? Also es gibt unwahrscheinlich viel Potenzial. Ich komme aber auf Ihre Frage mit den Risiken. Risiko Nummer eins ist natürlich Verlust von Privacy und das oder Offenlegung von Daten, die nicht nur mich betreffen, sondern weil ich im Grunde etwas habe, was auch meine Kinder vielleicht stigmatisiert. In 20, 30 Jahren meine Kinder keinen Kredit bekommen und wundern sich, aber irgendwelche Versicherer und Konzerne wissen, die haben eine erhöhte Disposition für X. Also muss man sich sehr genau überlegen, dass man nur Dinge tut, die im Grunde dieses sicherstellen. Gefahr 1. Gefahr 2,
Ich meine, solche Dinge bauen wir nicht. Wir forschen an Projekten und wir reden schon seit 10 Jahren über kryptografisch gesicherte Patientenakten, die aber trotzdem nur irgendwo liegen, wo sie nochmal, aber müssen wir jetzt nicht ausbaldofern. Aber zweite Gefahr ist, dass wenn die Transparenz so ist, dass ich nicht die informationelle Selbstbestimmung sinnvoll wahrnehmen kann, eventuell die Möglichkeit zur Zweitmeinung verloren geht, weil der Arzt dann sieht, was der andere schon geschrieben hat. Das heißt, ich muss in gewisser Weise das können. Umgekehrt sagen viele, ja, der Patient soll ruhig rumklickern und verstecken. Das kann man zum gewissen Maß, wenn das Instrument zum Beispiel Patientenakte aber durchs Verstecken ad absurdum geführt wird, hat es auch keinen Sinn. Auch hier ist wieder eine Balancierung notwendig. Und ja, im Grunde ist die dritte Gefahr oder Sache, wo man dann sehen muss, dass Daten in anderen Kontexten auswertungstechnisch oder sonst wie genutzt werden, wie ich es nicht will. Also dieses Beispiel mit dem Baby und dass dann immer das Päckchen kam zum Geburtstag, ist ja schon ein bisschen in die Richtung, ja, das ist auch gravierend. Ja. Und in diesem Kontext, glaube ich, muss man natürlich die Abwägung treffen. Ich kann Ihnen sagen, wir zumindest und unser Fach, die Medizininformatik, viele Kollegen arbeiten seit 10, 15 Jahren sehr intensiv und mit Bedacht, weil wir uns unserer ethischen Verpflichtung gewahr sind, sehr stark an diesen Dingen. Umgekehrt ist die Schwachstelle immer der Mensch, der in Institutionen sitzt. Ja? Und insofern glaube ich, ist die Vernetzung, wenn sie gut gemacht ist, wahrscheinlich sogar weniger kritisch wie die Schwachstellen, die in den Institutionen sitzen, die sowieso Zugang zu den Daten haben. Das ist sicherlich ein Punkt, den Sie allerdings mit allen anderen Gebieten teilen, dass der Fehler häufig genug vor dem Computer sitzt und nicht im Computer ist. Aber Sie haben es eben einmal kurz angeschnitten, diese Frage des Patienten als Verbraucher. Sie haben gesagt, er ist kein normaler Verbraucher. Wenn es jetzt zum Beispiel im Datenschutz gibt es diese klassische Idee, dass wenn ich in etwas einwillige, mehr möglich ist als sonst. Zumindest nicht ohne meine Zustimmung. Also, und wenn ich diese Zustimmung aber erteile, aber eigentlich doch in einer, sagen wir mal, spezifischen Situation bin, wie will ich denn dann informiert und freiwillig zustimmen, wenn ich ja auf Sie jetzt zum Beispiel angewiesen bin? Das ist ja doch eine etwas schwierige Situation, denn ich bin ja nicht frei in meiner Entscheidung. Ich möchte ja etwas von Ihnen. Ja gut, das ist jetzt eine andere Diskussion, da würde ich mich ungern jetzt widmen, aber das haben wir heute schon. Wenn Sie heute zu einer Operation ins Krankenhaus gehen, unterschreiben Sie im Aufnahmeauftrag alles Mögliche. Sie können jetzt sagen, nein, ich möchte nicht, dass die Daten weitergegeben werden, dann sagt das Krankenhaus, dann gehen Sie bitte ins nächste. Dann kommen Sie zum Anästhesisten, der legt Ihnen einen Bogen vor, macht eine Anamnese, sagt, unterschreiben Sie hier oder ich operiere Sie nicht. Also ich glaube, das Problem haben wir heute, das wird auch nicht problematisiert oder diskutiert. Ich glaube, wichtig ist, dass wir dann, und das meine ich mit Nichtverbrauchern, Verbraucher kann ja Kriterien aufstellen, kann gucken, kaufe ich das Auto, jenes, sonst wie. Wenn Sie heute eine schwere Operation anstehen haben, dann googeln Sie sich einen Wolf, wo Sie hingehen. Der Arzt sagt zu Ihnen, oder wenn Sie so Vorschläge machen, wir arbeiten zum Beispiel an so einer Leistungsangebots- und Terminbuchungsplattform, die genereller ist, wo ein Patient sagen könnte, wer macht denn im Umkreis, wie sind die Qualitätsindikatoren dazu und wo will ich hingehen? Das können Sie ja, da fängt es ja schon an mit Verbraucher sein oder Nichtverbraucher sein. Der Arzt wird sagen, fragen Sie Ihren Hausarzt, der weiß am besten, wo Sie hingehen. Dann ist die Autonomie auch weg und die Souveränität. Ja. Aber ich glaube, um das abzuschließen, gerade weil diese Souveränität, ein Mensch, der in seiner persönlichen Kohärenz, Integrität beschädigt ist, ist nicht mehr überall souverän seiner Entscheidung und daher haben wir eine hohe ethische Verantwortung in dem Bereich, entsprechend fürsorglich für ihn die Dinge auch sicherzustellen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum dort vorne? Ja, schönen guten Tag. Trenner ist mein Name, Rechtsanwältin aus Berlin. Ich habe weniger eine Frage als mehr eine Anmerkung oder eine gegenteilige Ansicht zu einer von Ihnen geäußerten. Da ging es um die Apotheke und dass es nicht verständlich ist, warum der Verbraucher eigentlich sich jedes Mal wieder oder die Apotheke jedes Mal wieder autorisieren muss, um auf die Daten zugreifen zu können.
Da halte ich dagegen. Also mit meiner Bankkarte muss ich auch jedes Mal wieder meine PIN eingeben, egal ob ich immer zum gleichen Geldautomaten gehe oder nicht oder gar an den Schalter gehe. Und da geht es nur um Geld, was auf meinem Konto ist, beziehungsweise den Dispo, der dann ausgereizt werden kann. Hier geht es aber um Gesundheitsdaten und das ist das Spezifischste, was mich ausmachen kann, meine Gesundheit. Und wenn ich sehe, wie Apotheken heute schon mit Rezepten umgehen, dass das abgearbeitete Rezept von demjenigen, der vor mir dran war, also einfach hinter den Schalter gelegt wird, sodass ich dann also sehen kann, wenn ich auf dem Kopf lesen kann, ach, der Herr Müller, der hat jetzt ein Antidepressivum bekommen. Das ist ja interessant. Der wohnt doch bei mir. Warum hat denn der ein Antidepressivum? Was macht denn der damit? Oder hat der das für irgendwen geholt und so weiter? Insofern halte ich da dagegen. Unbedingt muss natürlich der Patient die Möglichkeit haben, jederzeit mit seiner PIN oder der Verweigerung der PIN-Eingabe zu sagen, du darfst gucken oder du darfst nicht gucken. Gut, ich denke, das kann man auch so stehen lassen. Ja. Das wäre eine Frage der persönlichen Präferenz. Vielleicht könnte man das ja auf seiner Karte dann gleich mitverzeichnen lassen, ob man das lieber so oder lieber anders hätte. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum gerade an dieser Stelle? Ja, dort vorne. Warten Sie einen kleinen Moment aufs Mikrofon, stellen Sie sich dann kurz vor und dann. Guten Tag, mein Name ist Stefan Hoffmann. Ich komme vom AWO-Bundesverband, aber habe lange im Gesundheitswesen vorher gearbeitet. Ich gebe Ihnen recht mit der Tatsache, dass es manchmal sinnvoll ist, dass man Patientendaten sozusagen zu schnell zur Verfügung hat. Ich habe lange in der Herzklinik als Pflegedienstleitung gearbeitet, kann das nachvollziehen. Aber. Und da kommt mein ganz großes Aber, die Daten, und das ist ja hier eine Verbraucherveranstaltung tatsächlich auch, ist ja nicht die Frage, wie sammeln wir die Daten, wo sammeln wir die Daten, sondern was passiert mit den Daten. Und da sehe ich gerade im Gesundheitsbereich große Gefahren. Das heißt, die Krankenkasse kann natürlich als Rechnungsnehmer mit den Daten sehr gut hantieren, kann ganz spezifisch irgendwelche Angebote machen für die Versicherten. Es können auch teurere Angebote sein, wenn ich bestimmte Leistungen nämlich gar nicht in Anspruch nehmen will. Das fängt bei der Geburt an. Gehe ich zur Frühdiagnostik, gehe ich nicht zur Frühdiagnostik. All das kann gespeichert werden. Das heißt, der ganze Lebenslauf kann abgespeichert werden und es gibt dann höhere Risikofaktoren. Das sieht natürlich dann auch der Arbeitgeber, der einen Anteil für meinen Krankenversicherungsbeitrag bezahlt. Na doch, die Möglichkeiten sind ja vorhanden. Die Frage ist, wie. Ich will es ja nur als Beispiel nennen. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Daten um und welche Gefahren birgt das da drin? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Aber schauen Sie, das ist ja die Frage, wie wir die Dinge ausgestalten. Und da hat der Gesetzgeber noch weiter gegriffen beim SGB 291 zur Gesundheitskarte. Also ich habe zumindest vom Datenschützer gelernt, dass das ein einmaliger Vorgang ist, dass nicht die missbräuchliche Nutzung dieser Daten, sondern schon das Fragen danach strafbewehrt ist. Das heißt, wenn ein Betriebsarzt zu Ihnen sagt, geben Sie mir mal Ihre Gesundheitsdaten auf der EGK, da werden Sie nicht stehen, dann ist das schon ein Straftatbestand. Und ich glaube, wir müssen ganz klar sagen, die Abgrenzung, es gibt natürlich heute schon medizinische Daten, die an die Kassen gehen, im Rahmen der DMP-Programme und so weiter. Das ist aber gesetzlich geregelt. Über was wir hier reden und was Sie ja im Grunde auch sehen als erfahrener Pfleger in einem so komplexen Bereich, dass diese Dinge, über die ich gerade rede, und mir ist es auch egal, nicht egal, aber dass die gesichert irgendwo sein müssen. Dafür brauchen wir, es gibt eine sehr schöne Artikelabhandlung aus dem israelischen Bereich von einem Forscher, ich war da auch immer der Meinung, eventuell brauchen wir, obwohl ich kein Freund bin, da bereichsspezifische Regelungen. Zu sagen, Health Data Banks oder Patientenaktensysteme, wer die anbietet und betreiben will, müssen wir die Latte ganz, ganz hochhängen. Es ist aber gar keine Frage jetzt nur des Speicherortes. Schauen Sie, ich habe meine Patientenakte auf einem kleinen Hardware-verschlüsselten Stick. Den kann ich sogar im Zug verlieren, den wird keiner knacken und den ersetze ich dann immer von der Schlüssellänge. Das heißt, die kryptografischen Algorithmen sind auf dem Prozessor, auf dem Stick. Die Frage ist nur, warum muss ich selbst mühsam Befunde einscannen, so denn ich sie kriege, in eine Ordnung bringen und dann auf diesem Stick ablegen und all dieses Theater. Ja, das brauche ich eigentlich nicht, das kann das System für mich tun. Und es sollte natürlich das auch tun für die multimorbiden alten Menschen zur koordinierten Versorgung. Vielleicht als letztes Beispiel Sicherheit versus Nutzen. Wir haben in Bochum und inzwischen ist das System in vielen Orten installiert, gibt es eine wunderbare Palliativakte, nennen sie das.
in der Palliativversorgung, das sind Menschen in den letzten Lebenswochen, die sind hochkomplex zu versorgen von einem riesigen Team rund um die Uhr. Dort hat der Arzt, der um 10 Uhr nachts zum Patienten kommt, sofort im Blick, was mittags um 4 Uhr passiert ist. Sie können wissen aus der Ferne, wenn die Familienangehörigen anrufen oder was ist, was an Bedarfsmedikation im Schrank vor Ort ist. Die Apotheken sind eingebunden. Die Ärzte haben gesagt, mal bei einer Podiumsdiskussion, sie können sich gar nicht vorstellen, wie sie früher gearbeitet haben. Das heißt, wir müssen einfach auch den Nutzen und die Potenziale dieser Ansätze sehen und nicht immer nur entlang dem Datenschutz diskutieren, den wir aus meiner Sicht mit ingenieursmäßigen und modernen kryptografischen Verfahren sicherstellen können. Aber auf meinem Stick sowieso, da habe ich kein Problem. Die nächste Anmerkung direkt auch von dort vorne. Guten Tag, mein Name ist Frank Spehing. Sie haben da gerade einen wunderbaren Ball zu mir zugeschmissen, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, will ich es jetzt fragen oder will ich es nicht fragen? Ich meine letztens in irgendeiner Fachzeitung gelesen zu haben, dass es in den letzten Monaten wohl Ärzte gegeben hat, die über WhatsApp ihre gegenseitigen Konsultationen mit Patientenakten durchgeführt haben. Fanden Sie nicht so gut? Naja, ich meine klar, technisch kann man wahrscheinlich ziemlich viel realisieren, aber alles, was technisch gemacht wird, das haben wir eben durch den Herrn Doktor-Vortrag auch gelernt, kann auch von irgendjemand wieder geknackt werden. Das heißt, also im Zweifelsfall würde ich nicht unbedingt darauf vertrauen wollen, dass so eine zentrale Datenbank mit all den Vorteilen, die sie hat, nicht tatsächlich von irgendjemand geknackt werden kann. Denn, wie wir gerade mit der Schengen-Datenbank gemerkt haben, und da steht ja nun die Polizei hinter und die hat ja wahrscheinlich ein Interesse daran, dass die Daten nicht geknackt werden, auch die ist ja im letzten Jahr bekannt geworden, ist schon längst irgendwo anders gelandet. Ja, aber schauen Sie, das ist doch ein typisches Beispiel, wo Ärzte ihre Schweigepflicht verletzt haben. Ein typisches Beispiel, dass er eigentlich Bedarf ist, sich digital auszutauschen und wir es nicht schaffen, seit 10 Jahren eine Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, wo Ärzte das können. Ja, aber in dem Sinne würde ich jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil wir zum Beispiel, nehmen wir nochmal so Patientenakten, ist denkbar, dass die in einem mitversorgenden Krankenhaus betrieben werden. Dann unterliegen die den gleichen Bedingungen wie der krankenhausinternen Dokumentation. Und also was Sie schildern, ist haaresträubend, sowas ist nicht zulässig. Das wäre wie wenn ein Arzt ohne Umschlag einen Befund, einen Röntgenbefund an Kollegen schickt. Übrigens wird heute so viel munter hin und her gefaxt, ich weiß gar nicht, ob Faxe so sicher sind, dass alles, was wir in die Richtung tun, besser ist als zum Beispiel die Herumfaxerei.